Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, sehr schön, unser Inventar ist einigermaßen aufgeräumt und ich werde mal eben hier runterspringen. Ich mache mir auch noch mal ein bisschen Licht an, so. Sehr schön, dann nehmen wir noch eine Fackel in die Hand und ja, ich will jetzt gerade mal ein paar Glowsticks abfarmen. Glowsticks, ja klar. Glowing Mushrooms, so, und da sind wir hier doch schon mal komplett richtig. Können wir hier einmal rübergehen über das Feld und alle Glowing Mushrooms einsammeln hier, die hier nicht nied- und nagelfest sind. Und wie ihr seht, sind das sogar einige. Hier in diesem Biom waren wir schon echt lange nicht mehr. So, ihr blöden Fledermäuse, sterbt doch einfach mal. Keine Zeit für eure Spielereien, meine Lieben. So, jetzt dürften wir eigentlich schon wieder ein paar Glowing Mushrooms hier eingesammelt haben, denke ich mal. So, sehr schön. Nochmal hier runter. Das passt. Und da wollen wir gleich mal im Inventar schauen, wie viele das jetzt schon waren. Ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich schon genügen für unsere Zwecke. Ach, jetzt. Ach, sehr schön. Jetzt habe ich die Verwirrung gerade. Das heißt, wenn ich nach links drücke, gehe ich nach rechts. Und wenn ich nach rechts drücke, gehe ich nach links. Hatte ich auch schon länger nicht mehr. So, Glowing Mushrooms. Ja, 62. Na, immerhin. Ach shit, ich habe ja gar keine Axt mehr. Na gut, dann kann ich die Dicken hier jetzt gerade mal nicht machen. Aber, boah. Den kleinen Bengel hier, der sich so blöde rumteleportiert, den sollte ich mich mal, um den sollte ich mich mal eben kurz kümmern. So, stirb doch einfach. Danke. Dann hier nochmal die letzten paar Glowing Mushrooms einsammeln. Und dann gehe ich auch wieder zurück an die Oberfläche. So, Healing Potion haben wir auch. Ich überlege gerade so, wo ist denn der Händler? Howard, danke. Und ja, ich kaufe mal eben einiges an Lesser Mana Potions. Okay, da sollte ich mir vielleicht ein wenig Geld einsammeln. Sonst kommen wir nicht weit. Nehmen wir mal unsere Platinum Coin mit. Ja, die Mastercard hier, die Platine. Shop, so. Und dann brauchen wir noch mehr von den Tränken. So, keine Sorge, kosten alle ein Silber jeweils. Zack. Werde ich mir mal eben das Inventar zumindest voll machen. So. Ideal. Jetzt können wir die mal eben zusammenpacken. Ich weiß, ich kann bei Magier auch Greater Healing Potions kaufen. Aber ich will mir die normalen Mana Potions hier machen. Da brauche ich zwar immer diese Pilze für, aber deswegen waren wir ja gerade auch mal eben unten und haben ein bisschen was gefarmt. So Leute, jetzt haben wir keine Glowing Mushrooms mehr. Da dürfte ich aber hier noch, ja seht ihr wohl, da haben wir noch einen 99er Stack. Schnappen wir uns den doch mal eben. Und dann stellen wir hier weitere Mana Potions her. So, 80 Stück. Damit können wir 8000 Mana dann wieder herstellen. Gut, die restlichen Sachen. Oder kaufen wir noch ein paar? Nein, lieber zu viele Mana-Tränke kaufen. Machen wir einfach mal zwei Stacks voll. Das heißt, wir haben jetzt hier 30. Das heißt, 20 gehen noch. Dann müssten wir 40 Lesser Healing Potions kaufen. Und ja, was ich noch kaufen wollte. Ja, besten Dank. Ist bei dem Magier ein Item. So, das kostet auch ein bisschen Gold, deswegen ist gar nicht mal so schlecht, dass wir so viel mitgenommen haben jetzt. Und zwar ist das, hier seht ihr wohl, die Greater Mana Potions könnten wir für 5 Silber kaufen. Aber da lohnen sich die anderen schon ein bisschen mehr, auch wenn die halt ein bisschen mehr Platz einnehmen. Crystal Ball, genau, das wollte ich mir jetzt holen. Das sorgt dann nämlich dafür, dass wir mehr Damage machen können mit magischen Sachen, das brauchen wir früher oder später sowieso, denke ich mal, und deswegen haben wir das jetzt schon mal gekauft. Könnten wir uns ja zum Beispiel hier hinstellen, so, zack, und wenn ihr jetzt seht, können wir für 10 Minuten haben wir jetzt mehr Power, was die magischen Fähigkeiten angeht. So, ich will jetzt nämlich ein bisschen auf Magie gehen und so versuchen noch einmal gegen den
Destroyer anzutreten. So, Quick Stack. Müssen wir echt mal wieder Glowing Mushrooms farmen demnächst. Ab und an mal einen Zwischenstopp machen, wenn wir auf dem Weg nach unten sind. Und ja, das Dingens hier brauche ich momentan nicht mehr Nahkampf. Und das kann auch erstmal weg. Dafür wollte ich aber dann wieder gerne die... wo haben wir es? Ne, den Horseshoe nicht natürlich. Meine Güte, das ist ja auch hier eine Unordnung mit den ganzen Items. Genau, Nature's Gift wollte ich dann nehmen. Da brauchen wir nämlich wieder weniger Mana, wenn wir zaubern, und kriegen auch ein bisschen Damage Boost noch nebenbei. So, und unsere Demon Wings haben noch gar nichts momentan an magischer Fähigkeit. Das ist ein bisschen schlecht, aber gut, kann man nicht ändern. Ich überlege gerade, was machen wir jetzt? Erstmal das Gold hier wieder einsortieren. 27 Goldmünzen haben wir hier noch, so Quickstack. Ihr seht, Platinum-Münze haben wir immer noch hier. Sehr gut, was will man mehr? Und ja, Heiltränke haben wir auch einige. Jetzt wollte ich nur mal schauen. Mana, habe ich das... Ich weiß gar nicht, ob ich Mana schon auf irgendeine Taste gelegt habe. Muss ich dann demnächst nochmal schauen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal noch kurz wieder nach links. Und ich bereite jetzt so eine kleine Arena vor, wo ich dann kämpfen will gegen den Destroyer. Da habe ich mir schon was ausgedacht. Dafür müssen wir allerdings wieder einen kleinen Moment rennen. Aber das geht jetzt ja eigentlich schon recht zügig, wenn wir jetzt hier mit unseren Flügeln uns in die Lüfte schwingen. Dann sind wir ja richtig zügig hier auch auf den Bergen, wie ihr seht. Was will man mehr hier? Gar kein Problem mehr. Haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Und ja, die Sonne geht jetzt auch langsam wieder unter. Wir sind auch jetzt in The Hollow. Ihr seht schon wieder an diesen LSD-Bäumen, wie ich sie ja immer so gerne nenne. Aber mal ganz ehrlich, so bunte Bäume sieht man sonst auch nirgendwo. Das gibt's halt nur in The Hollow. So, jetzt werde ich mal rübergleiten. In der Hoffnung, dass wir genau hier oben gleich wieder landen und ich da nicht nochmal rüberjumpen muss. Hier haben wir noch die verwunschene Wüste, könnte man sagen. So, die Viecher hier lassen wir alle links liegen. Die interessieren uns mal überhaupt nicht momentan. Denn unser Ziel ist es, zum Dungeon zu kommen. Genau, dort will ich nämlich eine kleine Arena mir aufbauen. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt und hoffe mal, dass wir so den Eater, beziehungsweise den Eater kriegen wir ja locker down. Nein, dass wir den Destroyer hier dann auch fertig machen können. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hier runter. Und dann warte ich auch, bis die ersten Gegner hier auch spawnen. Das ist nämlich auch schon mal ideal, wenn wir dann ein bisschen Spawn-Area haben. Genau, ihr seht's, hier kommt schon das erste Skelett jetzt und die machen nicht mehr wirklich viel Schaden an uns. Die machen nämlich nur einen Schaden. Das heißt, wir können die alle richtig schnell killen. So, hier ist ein etwas... Ja, ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen größeren Raum, das wäre schon cool. Ich weiß gar nicht, haben wir hier unten noch irgendwo etwas, was eher meinen Vorstellungen entspricht? Oh, die Stacheln machen aber immer noch gut Damage, da muss man aufpassen. Bam, bam, bam. So, hier, das würde auch gehen, der ist auch richtig schön hoch hier hinten. Und auch ein bisschen weiter, glaube ich, als der andere Raum, ja. Okay, Leute, ich würde mal sagen, hier, damit kann ich arbeiten. Und jetzt heißt es, Pink Bricks abbauen, und zwar eine ganze Menge. Vielleicht hätte ich mir ein bisschen Dynamit oder so kaufen sollen. Aber geht ja auch so eigentlich recht zügig. Wenn ich erstmal oben angekommen bin, dann kann ich mir ja auch wieder so einen kleinen Gang bauen. Dann sollte das uns ein wenig schneller von der Hand gehen. Hier, ich mach mal eben euch ein bisschen Licht an, so. Boah, echt mager, was das Licht angeht hier, die Dingens. Diese blöde... Moment mal, ich mach mal hier noch eine Fackel hin. Und ja, genau. 1, 2, 3. Dann können wir hier nämlich... Na komm, flieg schon nach oben. Dann können wir hier jetzt uns schön durchbauen. Och ja, es geht ja sogar einigermaßen schnell. Es dauert halt einfach einen Moment, bis man sich dann hier eine vernünftige Arena gebaut hat. Aber ich denke mal, das wird sich lohnen. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Toll. Ich habe mal wieder keine Axt dabei.
Das ist doch jetzt nicht wahr. Ah, eine goldene Truhe sehen wir da auch noch. Wir können hier immerhin rein. Okay, da muss ich mich um das Holz nochmal... Ne, können wir nicht rein. Das ist ja toll. Okay, um das Holz müssen wir uns dann beim nächsten Mal noch kümmern. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass wir hier noch so ein Dings finden. Aber gut, was soll's. Mit Überraschungen, auf Überraschungen muss man halt gefasst sein. Wir haben dann immerhin ganz schön viele pinke Steine, womit wir vielleicht irgendwann mal irgendwas Tolles bauen können, obwohl ich noch nicht so ganz weiß, was man da mit pinken Bricks bauen sollte. Aber gut, irgendwas wird uns da vielleicht schon einfallen. Jetzt brauche ich hier gleich eine neue Fackel. So, das passt. Und ja, ihr seht schon, unten spawnen jetzt eine Menge Skelette. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das gehört nämlich teilweise auch mit zu meinem Plan, dass die dann hier spawnen und wir die ziemlich schnell killen können und die uns dann vielleicht das ein oder andere Herz droppen, wodurch wir dann Lebensenergie kriegen. Denn ihr wisst ja alle, dass Heiltränke diesen Delay haben, wo wir dann erstmal für eine gewisse Weile keinen weiteren Heiltrank mehr nehmen dürfen. Und das ist natürlich im Bosskampf mehr als ärgerlich, deswegen ist das so ein bisschen meine Strategie, dass wir das abwenden können. So, hier müsste ich auch gleich nochmal irgendwo eine Fackel hinpacken. Ich werde nämlich schon wieder ein bisschen... Na, komm schon, der auch weg. Ein bisschen dunkel hier. So. Und ja, an die goldene Truhe kommen wir dann auch gleich ran. Ich denke aber nicht, dass wir da irgendwie noch irgendwas Tolles finden werden. Da mache ich mir keine allzu großen Hoffnungen, muss ich ja mal ehrlich sagen. Aber anschauen werden wir uns das gute Stück natürlich trotzdem. So, und die Stacheln, das ist auch das erste Mal dann, dass ich die Stacheln einsammle. Beziehungsweise, Moment, lasst uns die Kerze mal hier hinpacken. Was haben wir hier? Nochmal ein suspicious looking eye. Ich glaube, ist es jetzt eigentlich Nacht? Invisibility Potion. Oh, hier, Goldbarren, die nehme ich auf jeden Fall mit, die können wir gut gebrauchen. Dynamit, Goldmünze können wir auch gebrauchen. Archery Potion geht. Invisibility ist jetzt auch nicht so wichtig. Die Torches nehmen wir mal mit. Und das Dynamit kann ich ja mal eben hier für den einen Mattblock mitnehmen. Dann könnten wir hier oben gleich mal eine kleine Sprengung arrangieren, würde ich sagen. Bauen wir uns hier mal so ein bisschen durch. So, zack, zack, zack. So, jetzt nochmal... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ach, jetzt habe ich schon wieder dieses Fairy Blablabla Potion aktiviert, warum auch immer. Das ist mal wieder irgendwie ein Fehler gewesen. So, und hier würde ich jetzt gerne das Dynamit reinwerfen. Ja, ja, bleib mal ruhig da oben. Da hast du immerhin eine enorme Sprengkraft. Shit. Oh Mann, ihr seht schon die Bricks hier, die pinken Bricks, die halten doch schon gut was aus. Ich würde jetzt gerne genau hier eine Fackel hinsetzen. Mann, Mann, Mann. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Packen wir hier nochmal eine Dingens hin, eine Fackel. Und ja, auf dieser Höhe abzubauen, das sollte dann reichen, wenn ich das so sehe. Mit da drüben kommt das auch gut hin. Ja, die Axt muss ich mir trotzdem dann nochmal demnächst holen. So, komm schon, geh da rüber. Die ganzen Green Bricks versperren mir jetzt hier so ein bisschen die Sicht, aber ist nicht weiter tragisch. So, gut. Ich würde mal sagen, so bis hierhin, das dürfte genügen. Der kann weg, der kann auch noch weg. Und, genau, die Stacheln können wir auch abbauen mit unserem Hammer hier. Die Spikes sammle ich jetzt erstmal nicht ein, weil ich da gerade auch, ehrlich gesagt, gar keine Verwendung für hätte. Kann man aber irgendwie auch eine Falle zum Beispiel, könnte man damit bauen. So, ein paar pinke Steinchen haben wir hier noch, die wir abbauen müssen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere schon eine gewisse Ahnung hat, was ich vorhabe, oder ob ihr noch alle ein bisschen im Dunkeln tappt. Bin gespannt, ob die Taktik aufgeht oder ob ich mir da in meinen eigenen Finger schneiden werde durch. Ich würde auf jeden Fall gerne jetzt eigentlich die Arena hier fertig machen. Beziehungsweise zumindest so weit, dass ich nur noch die Holzdinger da beim nächsten Mal wegmachen muss. Beziehungsweise die kann ich ja auch notfalls offscreen wegmachen, denn wenn ich jetzt die Zeit mir so anschaue,
habe ich es ja auch schon wieder mal geschafft, dass ja, unsere Viertelstunde eigentlich um ist. Na, da unten kommt so ein Darkcaster an und nervt mich. So, komm mal her, Kleiner. Seht ihr wohl, die Gegner hier, die machen wir jetzt nämlich richtig easy platt. Und der ein oder andere wird dann vielleicht während des Bosskampfes ein Herz droppen. Das zumindest ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich noch hier hege. Aber da bin ich mal gespannt, ob die Hoffnung berechtigt ist oder ob das total nach hinten losgeht. Nun gut. So, wenn ich das jetzt hier gleich fertig habe, würde ich mal sagen, machen wir auch einen Cut für heute. So, die Fackel hier ist mal wieder weg. Das heißt, es wird langsam aber sicher dunkel. Da unten seht ihr schon eine Menge Gegner am Rumrennen und auch ein dieses Armor-Skeletten. Ich überlege gerade, ob die neu sind, beziehungsweise Hard-Mode-Gegner. Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, das sieht schon gut aus. Also hier haben wir jetzt schon... Ups, hier ist noch einer vor mir, oder wie sehe ich das? So, genau. Sieht man aufgrund der Dingens leider manchmal nicht so gut, der ganzen Green Walls, die hier noch rumliegen. Gut, wir teleportieren uns mal eben schnell nach Hause. Ah, gut, die pinken Dinger hier kann ich jetzt kurz wegschmeißen. Und ja, ich werde die Arena offscreen fertigstellen, denke ich. Und dann sehen wir uns wieder, beziehungsweise, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ach shit, jetzt wollte ich nur noch gucken, ob ich dieses Auge unten beschwören konnte. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein paar, wie heißen sie noch? Ah, wir brauchen noch ein paar Rotten Flashes, damit wir überhaupt den Gegner beschwören können, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo sind denn die Rotten Flashes? 6 Stück. Ich glaube, wir brauchen 7. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal eh nochmal in die Corruption gehen. Okay, dann gibt's doch eine Planänderung. Crafting, genau. Wo sind sie? Rotten Chunks. Oh ne, genau 6 Stück. Das reicht dann sogar. Souls of Night, 7 Stück dürften wir noch haben, denke ich mal. Kann ich das Wurmfutter ja auf jeden Fall herstellen. Und ja, also wenn jetzt nichts mehr großartig schief geht, sehen wir uns beim nächsten Mal dann in der Arena wieder. Ich erspare euch dann die Abbauarbeiten an der Arena. Und wir kämpfen dann noch einmal gegen den Destroyer. Behaupte ich jetzt einfach mal. Falls es anders kommt, werdet ihr es dann ja auch mitbekommen. Also gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du Lust hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.